Leute, was geht? Der Typ ist am Start. Willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich hoffe, ihr seht was. Ich bin jetzt schon ein Weilchen unterwegs. Gute 20 Minuten ungefähr. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep who feed, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Ja, auf dem Weg zur Arbeit. Deshalb ist es noch so dunkel. Ja, und ihr seht, Straßen sind voll. Es ist nass, es regnet. Bäh. Aber ein guter Härtetest für meine Verbindungen, die ich gemacht habe. Ich zeige euch hier auch mal den Helm, wie er aussieht. Mal ein kurzer Einspann. So, gerade bei der Arbeit angekommen. Ich muss den gleich nochmal trocken wischen. Aber auf jeden Fall ist ein Härtetest mit dem Nieselregen. So, sieht ziemlich abgespaced aus. Ne? Also Kabel habe ich ganz gut im Helm unterbringen können, so in den Zwischenritzen. Ja, aber hier, diese ganzen Steckverbindungen, die habe ich nicht mehr reinbekommen. Dementsprechend habe ich hier einen und hier außen habe ich auch welche angebracht. Sieht auf jeden Fall ziemlich spacey aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Wobei ich jetzt schon tendiere dazu, wenn ich nicht Motovlogger, mir einen anderen Helm zu kaufen, aber aktuell bin ich mal zum Motovlogger unterwegs. So, weiter geht's. Ja, so habe ich quasi die Kabel und die Steckverbindung an meinem Helm untergebracht oder rangebracht, besser gesagt. Ja, wie ihr sehen wollt, was ich da genau gemacht habe, klickt hier oben, da habe ich euch ein Video verlinkt. So, aber das soll nicht Thema dieses Videos sein, das wollte ich nur einmal kurz erwähnen. Falls sich jemand für so ein bisschen Technik-Krimskrams interessiert, ein bisschen die Kamera einstellen hier. Ja, worum geht es in diesem Video? Dass meine Tachobeleuchtung unten ganz irgendwie schlecht funktioniert. Nein. In diesem Video geht es darum, dass ich einmal meine Meinung zu der Motovlog-Szene oder generell diesen Motovloggen mal kundgeben möchte. Ich weiß nicht, wen das meine Meinung überhaupt interessiert, wahrscheinlich nicht allzu viele Leute. Nee. Aber wollte mal meine Meinung und meine Geschichte so ein bisschen dazu erzählen. Ja, weil einige Leute sagen so, ja, das ist so mein Ding. So der eine oder andere spricht mich mittlerweile ja auch schon an. Hey Diggi, willst du das wirklich durchziehen mit diesem YouTube-Quatsch, YouTube-Ding? Das ist so oder so nicht mein Ding so richtig. Ne? Und so, das ist so, ich guck das eh nicht. Ja, Digga, wenn du das nicht guckst, dann guck nicht. Es gibt genug Leute, die das interessiert, eingeschlossen mich auch. Ich guck nämlich gerne Motovlogs, beziehungsweise auch die Motovlogger oder YouTuber, die man schon mittlerweile kennt. So, wie bin ich da reingerutscht? Was ist so? Also Motorrad, ja, immer schon gern gehabt, ne? Immer schon geliebt, Motorradführerschein gehabt, noch lange bevor ich auf YouTube irgendwelche Videos dazu gesehen habe. Ja. Und das war der erste YouTuber, Motorrad-YouTuber, den ich so mir oder mehrere, die ich mir angeguckt habe, tatsächlich. Ich merke, die Straße ist ein bisschen nass, aber naja, es wurden 20 Grad nachher versprochen zum Feierabend, also ich freue mich.
Ich habe gerne die YouTuber Blackout und Zink damals sehr gerne verfolgt. Ja. 100%ig bekannt, 100%ig kennt ihr die auch. Die habe ich sehr gerne geguckt. Zink ist ja nach einer Zeit dann ausgewandert, hat aufgehört mit YouTube-Videos. Fand ich schade. Mir hat seine Art gefallen. Ja, und Blackout, da macht es ja weiter. Wobei ich tatsächlich sagen muss, so mittlerweile gucke ich seine Videos eher nicht so gerne. Irgendwann habe ich die aufgehört zu gucken. Ich glaube, als so ganz viel Rennstrecken-Thema kam, das hat mich nicht so sehr interessiert, tatsächlich. Ich fahre eine Supersportler, aber so eine Rennstrecke ist tatsächlich nicht das so, was mich irgendwie reizt. So, dementsprechend war es das dann für mich. Ich muss euch zwischendurch mal, glaube ich, abwischen, damit ihr überhaupt das seht. ab und zu gucke ich mir noch ein Video von ihm an, aber nicht mehr so dolle. Dann habe ich auch gerne Slutty geguckt. Und Tom Tours hieß er, glaube ich. Der hatte damals eine 125er, als er gefahren. Fand ich aber trotzdem interessant. So. Er hat es interessant aufgebaut. Und Slutty habe ich auch sehr gern geguckt. Aber dann irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann habe ich das Interesse an ihm verloren. Ich hoffe, mir wird es nicht so gehen, dass ihr euch erst für mich interessiert und dann das Interesse an mir verliert. Auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt gerade gerne nochmal anschaue, beziehungsweise kam dann eine Zeit lang, da fand ich die Knatter Crew cool. Ja, Oggi und Knatterli. Und Oggi schaue ich mir gerne zwischendurch noch an. Der hat ja auch seinen eigenen Kanal. Also bin ich jetzt tatsächlich so auf Oggi und Moji hängen geblieben. Moji muss man kennen. Das ist, glaube ich, Nummer 1 Motorrad-YouTuber in Deutschland. Den müsst ihr jeder kennen. Das sind so die beiden, die ich aktuell so ein bisschen verfolge. Ab und zu haut ja auch, der ist der Chris. Wie heißt er denn nochmal als YouTube? Oh, keine Ahnung. Hab ich schon verdrängt. Sorry, Bro. Aber guck mal, was für ein scheiß Wetter wir haben, ey. Alter, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich werde ihn hier reinschreiben, wenn er mir wieder eingefallen ist. Er macht auf jeden Fall solche Videos wie zum Beispiel so, ich fahre mit meinem Roller nach Paris oder nach Afrika, hat er jetzt schon kurz gemacht. Fand ich ganz cool, so diese Extremdinger, die er macht. Aber so alltäglich verfolge ich ihn nicht. Was möchte ich damit sagen? Also grundsätzlich schaue ich mir persönlich diese Motorblog-Geschichten sehr gerne an. Mittlerweile heißt es so, ja, die Szene ist doch tot gesagt. Ja, das guckt sich keiner mehr an, das Interesse, es geht verloren. Aber nö, ich finde es immer noch interessant, ich schaue mir das gerne an. Ich weiß, vielen geht das genauso, die gucken sich das auch gerne an. Aber es ist ja auch so, dass immer wieder Nachwuchs kommt. Ne? Also es kommen ja immer wieder neue, junge Leute, die sich gerne für Motorräder interessieren. Und somit werden auch wir Motovlogger wieder interessant. Gehe ich hier rüber? Ja, ich gehe hier rüber. Somit werden wir Motovlogger wieder interessant. Oder wir fahren ein spezielles Motorrad, wie in meinem Fall jetzt, dass ich für die Leute interessant bin, die eine ZX7R fahren. Und das kommt dann schon zu diesem Thema, was mich so ein bisschen ärgert, wenn ich ehrlich bin. Diese Business, nenne ich es mal. Also ich mache das ja, weil es mir auf jeden Fall Spaß macht. Ich mache das sehr gerne. Aber
sind wir ehrlich, irgendwann ist es natürlich der Wunsch, damit irgendwie Geld zu verdienen. Ja, ist irgendwie, machen wir uns nichts vor, wenn ich euch sagen würde, nee, ich mache das aus Jux und Dollerei, weil ich da richtig Bock drauf habe. Ja klar, natürlich habe ich da Bock drauf. Aber ich sag mal, ohne kompletten Hintergedanken, damit irgendwann mal kein Geld zu verdienen, das wäre gelogen. Klar mache ich das, um irgendwann mal vielleicht eine weitere Einnahmequelle zu haben. Ne? Aber daran ist ja nichts Verwerfliches. Ne? Das ist ja, YouTube ist, oder Videos drehen ist auch harte Arbeit. also, ja, klar, logisch. Und dafür möchte man natürlich irgendwann entlohnt werden. Ne? So, aber was mich so ein bisschen tatsächlich ärgert, was an diesem Thema angeht, und ja, gut, daran kann man nichts ändern, so ist das Leben halt. Du bist für die Leute nicht interessant, wenn du nicht so das Nonplusultra-Bike hast. Ja? Wenn du so eine richtig geile neue Supersportler fährst und ein BMW 1000 RR oder wie auch immer die Dinger mittlerweile heißen oder irgendeine fette Ducati Duke oder so, hast du es schwieriger, Abonnenten dazu zu bekommen. Ja, weil du halt nicht so ein Szene-Bike hast, was gerade in ist, wo die Leute mega drauf abgehen, was die Klicks angeht. Im Vergleich, jetzt nicht so boom, das ist so in den Trends immer, nein. Ich rede halt im Vergleich, ne, zu dem aktuellen Thema. Ja, das ist so ein bisschen das Ärgerliche, ne? Aber ich werde mir jetzt deshalb jetzt nicht extra ein anderes Bike holen, nur um erfolgreicher auf YouTube zu werden. Ich liebe mein Motorrad und mit dem werde ich auch immer fahren und ich hoffe, ihr mögt mich auch als Person und nicht nur, weil ich ein bestimmtes Bike fahre. Obwohl angefangen hat es ja, weil ich nur ein bestimmtes Bike fahre. Ja, so viel dazu. Geht die Kamera noch? Ja, die geht noch. Ich hoffe, ihr seht irgendwas und ich laber hier die ganze Zeit und im Endeffekt setze ich mich heute Abend vom Rechner, will das schneiden und dann merke ich so, die ganze Aufnahme kannst du in den Müll klopfen, weil man sieht eh nichts. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich den Faden verloren, Mensch. Unglaublich. Nee, aber ich hoffe, dass meine Art und meine Videos euch irgendwie unterhalten, euch irgendwie interessieren. Wie gesagt, warum gucke ich Motorbloggern zu, obwohl ich mich auch ganz normal nach draußen gehen könnte und selber sagen könnte, hey, ich setze mich auf mein Bike und fahre jetzt eine Runde. Das ist ja aber nicht immer möglich. Ja. Natürlich könnte ich mich jeden Tag aufs Bike setzen und eine Runde fahren. Aber ich muss auch zur Arbeit. Nach der Arbeit komme ich nach Hause, muss mich um die Familie kümmern, um die Kids. Ja. Das hat für mich tatsächlich Vorrang. Ne? Klar, logisch. Dass ich das überhaupt erwähnen muss. Nee. Und so komme ich natürlich nur selten zum Motorradfahren. Und was ich dann ganz gerne mache, ist einfach mich mal hinsetzen und einfach mal gucken, hey, ich schau mal jetzt einen anderen Motovlogger zu, anstatt mich selber aufs Bike zu setzen, vor allem abends irgendwann, setze ich mich nicht nochmal aufs Motorrad und fahre eine Runde, wenn es dann schon anfängt dunkel zu werden, habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu nervig, ehrlich gesagt. Ja, dann ist wohl der Akku leer gegangen. Deshalb, ja, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir ein Like da, abonniere den Kanal. Ja, und ja, schau gerne meine nächsten Videos an.